Hey Leute und willkommen zum The Sims 4 Let's Build. Ich bin Selina. Und wie viele Folge ist es jetzt schon? Die sechste, glaube ich. Ja, ich glaube, die sechste Folge ist das. Und in der fünften Folge haben wir ja die ganzen Untersuchungsräume gemacht. Ich verlinke euch natürlich die ganze Playlist auch nochmal unten in der Infobox. Da haben wir hier das coole Labor. Da ist jetzt halt ein Ölfleck. Passiert mal. Und genau auf der anderen Seite haben wir die OP-Räume gemacht, beziehungsweise ein großer OP-Raum. Und der ist auch ziemlich cool, das ist schön dunkel. Aber die OP-Tische sind dann schön beleuchtet. Und oben haben wir haben letzte Folge echt viel gemacht, da habe ich hier einmal den Röntgensaal eingerichtet, auch dunkel. Hier nochmal hier neben, damit die sich umziehen können, beziehungsweise einige Kleidungsstücke ablegen können, was ja manchmal so sein muss. Natürlich nicht in The Sims 4, aber im echten Leben ist es so. Und das ist halt auch nochmal was fürs Auge. Und hier haben wir die Laufbahntests. Auch wieder nach dem Motto, weniger ist mehr. Hier haben wir nochmal einen kleinen Schreibtisch, damit die Ärzte die Befunde auch direkt in den Computer eintragen können. Ja, wir haben im Krankenhaus schon echt viel gemacht. Die ganzen Räume sind fertig. Das heißt, es bleibt jetzt noch die Außenfassade, alles. Und hier in der Mitte natürlich. Und deswegen fangen wir auch schon gleich hier an. Ich entferne hier mal diese Bänke. So, weil wir machen das hier. Also die Fliesen machen wir jetzt noch eins länger. Und dann kommen da jetzt Zäune hin. Einfach Zäune, damit die Leute nicht auf die Blumen treten, die gleich noch dahin kommen. Übrigens habe ich schon eine Menge Cheats gerade aktiviert. Schaut in die Infobox, da stehen alle Cheats drin, die ich ja hier jetzt aktiviert habe. So. Das hier ist jetzt unser Innengarten. Ähnlich wie beim Jungle Dream, da hatten wir ja auch einen Innengarten. Ich verlinke euch auch nochmal die Playlist unten. Könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das hier ein bisschen zu hart ist. Ich probiere es mal, ob wir es mit diesem da, mit diesem Zaun ersetzen können, wie das aussieht. Ja, das sieht auf jeden Fall viel freier aus als der Zaun, den wir jetzt noch haben. Dann ändere ich das gleich mal. So, super. Dann kommen hier an den Rand jeweils kommen Bänke hin, damit sich da die Leute auch hinsetzen können. Ich habe mir das hier so gedacht, dass es extra... Ja, wie, als wenn man halt draußen, nur dass man nicht draußen ist, sondern drin. Und ihr versteht schon, was ich meine. So, ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir solche süßen Sessel nehmen sollen. Weil das hat ja schon was, das ist sehr schön. Ich zeige euch mal, wie es dann von außen aussieht. Da kommt man dann hier rein, auf der anderen Seite genauso. Und ja, kann sich dann an den Rand hinsetzen, wenn man das möchte. Ist halt nicht viel Arbeit. Dafür sieht es dann am Ende sehr, sehr schön aus. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon in den letzten Teilen gemerkt habt, aber das ist halt... Ja, man hat dann nicht viel Arbeit mit dem Krankenhaus. Es ist eher... Ja, doch schon ein großes Projekt. Allerdings, ja, es hat halt, ja, es ist nicht so aufwendig wie jetzt zum Beispiel das Schloss. Das ist ja echt ein riesengroßes Projekt. So, ich tausche diese beiden Büsche mal. Jetzt müssen wir nur schauen, dass hier trotzdem gut diese Fontänen rausgucken. Ich muss auch gleich nochmal überprüfen, dass es die großen Fontänen sind und dann nicht die kleinen, die sich dann schnell verdecken lassen. Das wollen wir ja nicht. So, ich
Hier kommen nämlich jetzt überall solche kleinen Büsche hin. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Projekt. Es ist schon schade, dass wir eigentlich schon so viel gemacht haben. Weil ich muss sagen, es macht wirklich unfassbar viel Spaß, hier in diesem Projekt zu arbeiten. Und ja, dann ist einfach alles schon vorbei. Und das ist schon sehr schade. Ich hoffe natürlich, dass euch das Zugucken auch Spaß macht. Gerade in den letzten Folgen, da sind wir richtig flink. Kommen wir richtig gut voran. Nee, ich nehme für den Rand, hole ich mir nochmal diesen Busch hier. Genau, und trotzdem nochmal einen gelben. So. Hier alles ruhig noch mal ein kleines bisschen mehr auseinander. Dann überprüfe ich nämlich gleich auch die Fontänen, dass die wirklich die richtige Höhe eingestellt haben. Wäre dann ärgerlich, wenn man sich die Mühe macht hier und dann sieht man sie nicht. So. Ah ja, es sind sogar kleine Wasserspender. Das ist ja schade. Aber überhaupt kein Problem. Dann machen wir jetzt einfach die großen. Ich glaube, die sind hier, oder? Nee. Die sind doch bei den Brunnen. Ah, hier sind sie ja. Genau, kleiner, mittelgroßer. Großer, aber wir wollen keine Kuppel. Hier. Der große Tanzende. So, super. Das Schöne ist, dass man ja von hier oben, das ist ja auch nochmal so eine Sicht. Eben genauso wie beim Jungle Dream. Und dann kann man hier nämlich nochmal runterschauen. Und ja, ist einfach nochmal so ein schönen grünen Fleck inmitten des Krankenhauses. Ist doch eigentlich eine süße Idee. So, ich mache mich jetzt aber nochmal ein bisschen mehr an den Empfangsbereich, dass wir den noch ordentlich hinbekommen. So. Es gibt ja auch nochmal hier dieses Logo. Ich bin hier gerade in der Deko. So, genau, hier, das klopfende Herz. Und das kommt nämlich hier nochmal hin und auf der anderen Seite genauso. Ihr wisst ja, gerade hier im Krankenhaus gibt es eigentlich kaum etwas, was nicht symmetrisch ist. So, dann hole ich mir jetzt mal noch diese Unterlagen. Weil hier in der Deko gibt es nämlich noch ganz viele coole andere Dinge. Hier zum Beispiel. Muss ich mal in der Größe verstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon gesagt habe, dass ich die Cheats schon aktiviert habe. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Wenn nicht, in der Infobox steht nochmal alles über alle Cheats, die ich aktiviert habe. So, dann machen wir hier auch nochmal ein paar Ordner hin. Ist natürlich alles voll mit den ganzen Krankenakten. Aber ihr wisst ja, gerade so etwas macht das Krankenhaus nämlich nochmal super belebbar.
Und ich glaube, es gibt ja auch noch diese Kaffeetassen. Und das stelle ich da auch noch hin. Dann ist es nämlich wie, als wären die gerade mitten bei der Arbeit, haben schon ihre Kaffeetassen ausgebreitet, um gleich richtig loszulegen. Es ist so schade, dass die Reihe einfach bald zu Ende ist. Das Projekt macht unfassbar viel Spaß. Ich baue es so gerne am Krankenhaus. Aber auch, weil ich mich dann auch schon drauf freue, dass wenn es fertig ist, dann kann ich auch endlich mal dran spielen. Die ganze Zeit habe ich ja gar nicht am Krankenhaus gespielt. Ach, da lässt sich diese Mappe die Höhe gar nicht verstellen. Das ist ja blöd. Naja, gut. Oh, diese Kiste fällt ja auch schon bald runter. Ich glaube, die ist auch von der Höhe ganz falsch. Ja, die ist eins zu hoch. Und die ist mehrere zu hoch. Oder? Nee. Jetzt sind wir wieder zu tief. Jetzt. So, super. Ach genau, die Kaffeebecher. Die sind im Debug drinne. So, jetzt muss ich mal schauen. Kugelschreiber kann man immer gebrauchen. Ein Brief, das ist natürlich auch super. Davon platziere ich jetzt auch einfach mal noch ein paar hier hin. Ich finde, in einem gut belebten Krankenhaus darf es auch ruhig etwas voller sein. Jetzt kann ich das gar nicht da unten platzieren. Und platziere es jetzt einfach hier nebenhin. Aber ich meine, ja, hier haben wir noch einmal schwarzen Tee. Da gibt es auch Becher, die befüllt sind, weil die hier, die sind jetzt leer. Ne, die hier sind auch alle leer. Komisch. Vielleicht gibt es die doch nicht. Ich dachte es nur. Hoppla. Das Baby wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo ist denn jetzt wieder der Kaffee? Dann nehme ich jetzt einfach doch hier diese Becher. Nehmen wir noch hier ein. Was ist das? Ein heißer Earl Grey. Genau. Den nehmen wir dann einfach noch. Und die Kugelschreiber von drüben. Dann nehmen wir auch noch mal welche. Jetzt geht das wieder nicht zum Klonen. Okay, kein Problem. Dann suchen wir die noch mal hier. Die müssen hier auch irgendwo gleich sein. Hier haben wir noch einen Bleistift. Den können wir drüben auch mal noch platzieren. Ah, hier sind die Kugelschreiber. Super. Hier natürlich auch noch mal welche. So. Ja, super. Sieht doch hier auch jetzt schon wieder viel belebter aus. Gut, dann haben wir den Eingangsbereich quasi auch schon. Jetzt kommen wir nur noch mit hier hinten.
Zwar, ich mache diese Sofas mal weg. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich gerne trotzdem überall Sitzmöglichkeiten, jetzt habe ich, hinplatzieren möchte. Und dann nehmen wir auch einfach nochmal die Sofas von Wartebereich, nur ich glaube diesmal in klein. Machen wir einfach hier eins hin und auch auf die andere Seite. Hier. Und diese Lampen, ich habe mir das jetzt so überlegt, es gibt doch immer solche Festhalte-Dinger. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber wo sich halt die Kranken dran festhalten können. Und genau als das benutzen wir diese Lampen jetzt. Das heißt, wenn nämlich die Leute... Okay, nee, warte. Moment, das machen wir wieder weg. Das sieht blöd aus. Wir machen es doch nicht als Festhaltedinger. Es gibt sowas Ähnliches, das weiß ich. Aber ich dachte, das wären die jetzt. Aber das sieht echt nicht schön aus. Dann lassen wir das einfach. So, aber hier natürlich trotzdem nochmal schöne Vorhänge. Und Pflanzen, Leute, Pflanzen. Dass wir das ja nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Moment, wir machen die hier auch nochmal in diesem Blauton unten. So, nochmal weg. Und hier die blauen hin. Genau, hier ist ja auch nochmal Fenster. Da eins. Und hier. Gut. Desinfektionsmittel. Ich glaube, ihr könnt es langsam nicht mehr hören, dass ich überall Desinfektionsmittel hinmache. Aber Leute, das ist wirklich unfassbar wichtig. Nicht nur im Krankenhaus, sondern generell finde ich Desinfektionsmittel sehr, sehr wichtig. Oh, Moment, wir haben Pflanzen vergessen. Da hätte ich jetzt gerne diese coolen Palmen, genau, die hier. Ich finde die so schön. Genau, dann hier nochmal. Im Eingang auch ein paar Pflanzen, ne, oder? Doch. Ja, komm, es ist halt ein Muss. Das hier ist ein sehr grünes Krankenhaus. Eigentlich ist es ja blau-weiß, aber überall Pflanzen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier natürlich. Das jetzt auch nochmal weg. Oh Mann, Leute, wir kommen ja wirklich schon bald zum Ende. Das ist richtig traurig. Das ist wie mit Jungle Dream. Das war auch so eine tolle Reihe. Und dann war sie einfach vorbei. Das fand ich auch nicht so toll. Aber ich muss sagen, ich freue mich trotzdem jetzt wahnsinnig aufs Spielen. Und ihr wisst ja, sobald die Reihe komplett fertig ist, also es fehlt natürlich noch die ganze Außenfassade, aber sobald das alles getan ist, ist dann dieses Krankenhaus natürlich auch in der Galerie zu finden. Wo ihr ja auch jederzeit wieder vorbeischauen könnt, den Namen von meiner Bibliothek, Origin ID, was auch immer, wie man es nochmal nennt, den findet ihr in der Infobox. Einmal ganz nach unten scrollen, als letztes steht dieser Name. Und damit könnt ihr in die Bibliothek gehen und euch meine Häuser runterladen. Und natürlich eben sehr, sehr gerne das Krankenhaus. So, ich bin hier jetzt immer noch am Überlegen, ob wir hier Fenster hinmachen oder nicht. Aber ich glaube, nee. Machen wir nicht. So, ich hole mir jetzt zuerst nochmal die Pflanzen. Die werden hier jetzt nochmal... Hoppla. Wo habe ich sie denn jetzt hingestellt? Ach, da unten ist sie. Also die Pflanzen, die kommen hier jetzt wieder in die Ecken rein.
Aber hier, oh, Moment, ich hole mir erst noch die Vorhänge und dann erkläre ich euch, was wir hier nämlich jetzt noch als nächstes machen. Also hier noch die Vorhänge. Und zwar holen wir uns jetzt genau wie hier im Wartebereich diese Marmortische. Und die platzieren wir jetzt nochmal hier hin. Hole ich noch einen neben dran. Und weil es so schön war, holen wir uns jetzt noch einen. Einfach damit sie wieder symmetrisch und ausgeglichen ist. Und hier gehen wir jetzt wieder in die Deko rein und holen wir uns wieder erstmal eine Pflanze natürlich für in die Mitte. Aber dann holen wir uns wieder die ganzen Bücher und Zeitschriften und alles Mögliche zum Durchlesen. Das heißt, wie so ein Wartebereich, ein Stockwerk höher. Ja, es ist nur eben, dass es kein Wartebereich ist, sondern ja, einfach so. Genau, hier diese Bücher noch. Einfach allgemein so ein paar schöne Zeitvertreib-Dinge. Okay, das ist jetzt halt ein CD-Stapel, aber das macht jetzt auch nichts. So, natürlich hier nochmal in anderen Farben. Das ist auch nicht immer das Gleiche. So. Genau. Am besten holen wir uns hier auch nochmal die Pflanzen. Machen die auch nochmal rechts und links hin. Weil im Krankenhaus, das darf natürlich nicht so vollgestellt sein. Es muss immer noch sehr viel Platz haben und leer sein. Dennoch sind solche Pflanzen ja immer noch ein Muss, finde ich. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig. So, dann haben... Ah, da drüben müssen ja auch noch die Vorhänge hin. Genau. Hier hin, genau. Hier schön nochmal an die Fenster. Ja. Ich mache hier mal noch diese Lampen dann noch weg. Weil von hier oben kommen ja, sind ja jetzt auch ein paar Lampen. Okay, das ist gerade eine. Nehmen wir jetzt einfach mal hier noch welche. So. Und da kommt ja eigentlich genug Licht rein. Ich schaue mir das Ganze mal bei Nacht an. Wow. Das ist wirklich super. Ja. Ich bin begeistert. Hoppla. Das wollte ich jetzt nicht. So. Ja, wie gesagt, ich bin begeistert. Und ich färbe auch mal gleich noch draußen alles ein. Da ist natürlich nochmal genau die gleichen Fliesen wie drinnen auch schon. So, einmal drehen. Und dann wischen wir nämlich die andere Seite auch noch. So, in der nächsten Folge kommt dann nämlich noch den Außenbereich dran. Und ja, je nachdem, wie schnell wir damit sind, schauen wir mal, ob es nur noch ein Teil oder noch zwei Teile gibt. Ja, das ist halt jetzt noch davon abhängig. Aber, meine lieben Freunde, das war auch mal wieder dieser Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne in die Infobox. Ich verlinke euch jetzt noch ein paar Sachen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.